Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr schon sehen könnt, sind wir hier im Schwarzmarkt am Start. Das heißt, wir machen heute ein richtig nices Pack-Opening. Und zwar öffnen wir diese 100 seltenen Vorratslieferungen, die wir für 5000 Punkte statt 20.000 Punkte bekommen. Weil eine seltene kostet ja 200 COD-Punkte, 100 mal 200 sind 20.000. Und ich finde das eigentlich richtig nice. Und was auf jeden Fall jetzt noch on top dazu kommt, ist einfach, dass wir keine doppelten seltenen, legendären oder epischen bekommen. Das heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit schon richtig, richtig hoch, dass wir hier richtig viele neue Waffen ziehen. Und mein größter Wunsch ist einfach, dass wir die Peacekeeper ziehen werden. Und in dem Sinne will ich jetzt auch gar nicht lange quatschen und wir starten jetzt einfach. So, da öffnen wir mal die erste direkt hier. So, ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Wir können jetzt 99 Dinger einfach öffnen, das ist so krank. Alter, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hier dauern wird, ne? Aber ich bin jetzt echt gespannt. Komm, wir sind jetzt motiviert, dass wir hier die Peacekeeper ziehen werden. Das wäre so geil. Oder dieses Raven's Eye wäre geil. Oder eben die HLX, würde ich mich auch extrem drüber freuen. Aber ich finde es halt kacke, dass man eben diese Fadenkreuze halt auch als selten eingestuft hat. Und dass man die eben dann auch bekommt und nicht doppelt bekommt. Ist halt irgendwo ein bisschen doof. Aber mal schauen. Wir sind jetzt auf jeden Fall einfach motiviert, dass wir was Geiles bekommen werden. Die LK9 langer Laufvariante, okay. Alles klar. Oh, der Reaper-Spot ist auch ganz geil. Was hier hinten noch? Alles klar, wir kriegen direkt mal die RSI-Interdiction. Krass, Mann. Ich habe im Übrigen habe ich gestern die DBSR in diesem Tagesdoppel gezogen. Jetzt haben wir einfach alle Sniper auch. Richtig geil. Da kann man auf jeden Fall mal ein Video mitmachen. Oh, mega cool, ey. Da haben wir schon mal die RSA jetzt gezogen. Direkt in der, weiß nicht, fünften Kiste oder was? Mega geil. Oh, ja doch, das war die fünfte Kiste, glaube ich. Oder war wieder die epische Argus? Nice. Aber ich will jetzt auf jeden Fall eine von den Waffen nehmen, die ich jetzt gerade genannt habe. Also entweder die HLX, dieses Raven's Eye oder eben die Peacekeeper. Das wäre so nice. Ich bin hier gerade einfach mit meinem Stuhl gegen den PC gefahren. Ich glaube, das bringt uns jetzt Glück so. Ja, ich bin guter Dinge. Oh, wir bekommen zweimal die ML6, alles klar. Oh, komm schon, Mann. Die wissen wahrscheinlich genau, dass wenn ich die Peacekeeper habe, dass das unfair ist oder so. Ich darf die bestimmt nicht bekommen, die Waffe. So, die Brandfackeltarnung für die Dredge, okay. Ritual für die XM53. Und ey, wir haben schon so viele Gesten, ne? Ich verstehe gar nicht, wie man immer noch Gesten bekommen kann. Aber gut, es gibt ja so viele Specialists, das heißt, man bekommt natürlich auch für jeden Specialist die ganzen einzelnen Gesten, ne? Aber der Firebreak sieht ganz geil aus hier, muss ich schon sagen. Jetzt haben wir schon 15 Stück geöffnet. Es geht ja doch relativ schnell eigentlich, schneller als ich gedacht habe. Okay. Aber wir haben schon mal eine Waffe gezogen, das ist auch schon mal geil. Vor allem auch eine Waffe, die eigentlich ganz annehmbar ist, womit man eigentlich ganz gut spielen kann. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die ziemlich viele Hitmarker macht. Und hier ist was Episches. Okay, der Reaper-Kopf. So ein Pflaster-Visitenkarte, wie witzig. Okay, oh, die Edelstein-Tarnung ist auch ganz geil. Panda-Kopf für Firebreak, nice. Jetzt haben wir schon 20 Stück geöffnet. Oh, da ist der Left-E. Da kann man schon mal klatschen. Nice, wie cool, Mann. Den werde ich auf jeden Fall auf Dark Matter spielen. Mega geil, so ein Dark Matter-Arm am Start. Aber der Left E ist geil. Kann ich auf jeden Fall mich drüber freuen jetzt. So, jetzt haben wir schon zwei Waffen gezogen innerhalb der ersten 20 Kisten. Schon auf jeden Fall ein ganz guter Schnitt, würde ich sagen. So, was haben wir hier? Die Visitenkarte, okay. Was kommt denn jetzt hier noch? Ich weiß gar nicht, wie viele Waffen mir auch überhaupt noch insgesamt fehlen. Ich glaube, so 10 Stück oder so fehlen mir bestimmt noch. Also die ganzen Nahkampfwaffen habe ich halt nicht so viele. Und eben diese Peacekeeper habe ich noch nicht. Das wäre so geil. Was ist das denn hier? Oh, die heptische Tarnung für die VMP. Okay. Beziehungsweise ich habe sogar die Nagelpistole habe ich auch noch nicht, ne? Oder diesen CD-Werfer, den gibt es ja auch noch. Oh Mann. Mal schauen, was man da so noch vielleicht bekommt. Ich weiß gar nicht, habe ich noch eine MP noch nicht? Ich glaube nur diesen Renovate. Und die Heil-X, ja stimmt. Die war ja auch noch eine MP. Oh, hier war wieder was Episches. Okay, die Locus. Okay, noch drei. Also wir haben jetzt schon 30 Stück geöffnet. Aber eigentlich schon recht gut haben wir damit angefangen, würde ich sagen. Leider noch nicht die Peacekeeper am Start, aber vielleicht kommt die ja noch. Was noch nicht ist, kann ja noch werden. Jetzt nochmal eine richtig geile Kiste. Das wäre doch cool. Jetzt kommt wieder eine Waffenvariation. P06 Schalldämpfer-Variante. Geil. Ich benutze ja die P06 mit der Schalldämpfer. Mit dem Schalldämpfer. Mit der Schalldämpfer. Okay, die Dredge mit der Sonnenscheintarnung. Oh, Haymaker-Ritual. Nee, Verstoßtarnung. Okay, geil. Yo, was ist denn hier hinten? Der epische Argus werden wir niemals bekommen. Gibt es überhaupt eine epische Argus? Weiß ich gerade gar nicht. So, let's go. Ritualtarnung für die BRM, okay. Was ist denn hier noch? Okay, die Monochrom RK5, auch geil. Aber jetzt noch eine neue Waffe, komm schon. Da muss doch noch was Neues drin sein eigentlich, oder?
So, noch 61, die wir öffnen können. Jetzt noch 60. Okay, wir kriegen wieder so eine Visitenkarte und wieder so einen Aufsatz. Ich kriege nur Aufsätze, habe ich das Gefühl, ne? Man kann natürlich nicht in jeder Kiste einfach eine neue Waffe bekommen, ist ja ganz klar. So, hier ist wieder irgendwas Legendäres. Okay, den Kopf hatte ich noch nicht, okay. Oh, nice, jetzt haben wir hier den Seraph-Körper auch noch. Shuriken. Aha. Ach, komm schon. Da muss doch jetzt noch mal einmal so eine richtig geile Waffe kommen, oder? Ah, ist ja so gut. Komm schon. Okay, Goldrausch, ML6. Alles klar, Digga. Baseballschläger, geil. Jetzt haben wir schon 3 Waffen gezogen. Sehr geil. Oh, Mann. So. Baseballschläger ist auch witzig, Mann. Vor allem, wenn man damit schlägt, so, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, den auch auf Dark Matter zu spielen. Weil er so einen geilen Sound macht, wenn man einen Gegner killt. Einfach richtig cool. So, was bekommen wir hier noch? Was Legendäres? Ah, okay, wieder eine Variante für die Waffe. Jetzt haben wir gleich Halbzeit und wir haben schon 3 Waffen gezogen. Für die Halbzeit echt richtig gut, würde ich sagen. In 50 Kisten 3 neue Waffen. Ist auf jeden Fall ganz geil. Oh, die kriegsbezeichnete Tarnung. Finde ich jetzt persönlich nicht so geil. So. Ja. Okay, nice. Okay, Firebreak, Kopfthema. Oh, die Shiva Edelstein-Tarnung. Ey, die Visitenkarte sieht ganz geil aus hier, so die Milchstraße. So, was bekommen wir noch? Hier ist mal wieder so ein Körper. Krass, den habe ich auch noch nicht gehabt. Okay. Oh Mann. Oh, die Inferno-Tarnung ist natürlich ganz wichtig, dass wir die bekommen. Oh, die Energieuntarnung für die Argus habe ich auch noch nicht. Okay. Argus spiele ich einfach gar nicht. Jo, jo, jo. So, 42 noch. Da muss doch was kommen jetzt, oder? P06, schnelles Magazin-Variante. Das sieht auch geil aus. Werde ich auf jeden Fall auch benutzen, die Variante. Ah, okay, noch 40. Also, der Anfang war auf jeden Fall geiler als bisher jetzt so, ne? Als jetzt mittendrin. Mal gucken, ob wir am Ende dann vielleicht nochmal so ein so eine nice Waffe bekommen. Oh Mann, noch 37. Okay, die Kupferstichtarnung. Okay, mal wieder. Edelsteintarnung für die Pharo jetzt auch. Geil. Oh Mann, Razorback Griff-Variante. Noch 35, jetzt komm schon. Sturmtarnung für die Pharo. Ja. Noch 33. Ja, da muss doch nochmal jetzt einmal was kommen, ne? Wenigstens das Ravens-Ei, das wäre so geil. Hier hinten ist irgendwas Episches wieder. Okay, LK9. Das sieht ganz witzig aus, die Visitenkarte. Weltraumrennen, okay. So. Und jetzt? Kann auch mal langsam was kommen, Mann. Jungs. Wir müssen uns jetzt ein bisschen pushen hier. Ich glaube, dann werden wir wieder unser Glück bei uns haben. Energion. Ja, ist gut für die Energie vielleicht. Sternengucker-Visitenkarte, alles klar. Müssten doch gleich auch mal alle Visitenkarten schon haben, oder? Also die Heptisch-Tarnung für die ML6 habe ich auch noch nicht gehabt, okay. Jetzt komm schon, Mann. Die Peacekeeper muss doch noch drin sein. Es sind noch 25. Let's go. Oh, die Gorgon-Sturmtarnung, okay. VMP-Schnellfeuer-Variante. Da ist irgendwas Episches. Ah, die Locus-Verstoß-Tarnung, okay. Uiuiuiui. 22 noch. Komm schon. Ich will doch nur die Peacekeeper haben, Mann. Manche bekommen die einfach so easy gedroppt aus einer 10er oder sowas. Wir bekommen die nicht mal in der 30er. Das ist so belastend schon. Ja, die Ritualtarnung, okay. Wir kriegen einfach die D13 Sektor noch. Geil, jetzt haben wir schon 4 Waffen bekommen. Richtig nice. Oh mein Gott. Ja. Krass, Mann. Okay, die D13 Sektor ist ganz witzig. So, die kann man auf jeden Fall auch mal auf der Meta spielen. Die ist so mega laut, wenn man damit schießt. Ne? Nicht mehr normal. So, hier hinten ist wieder die epische Argus, die man eh nicht bekommt. War dafür ein Ruin, ne, ein Seraph-Kopf. Okay, Black Cell mal wieder. Was hier? Epische Argus, kriegen wir eh nicht. Noch 13. Let's go. Die Peacekeeper, ey. Das wäre so wichtig einfach. Ne? Ich will die unbedingt haben, die Waffe. Okay. Oh, Digga.
keine Chance. Wir kriegen die einfach nicht, ne? Wir kriegen einfach nicht die Peacekeeper. Die will einfach nicht zu uns kommen. Okay. Nice. Epischer Argus. Was ist das für eine Kiste, Mann? Das ist doch keine 30er-Kiste, Mann. Ja. Noch 5. Komm schon, gib uns was. Okay, die Schwindlertarnung für die SVG. Ja, ist jetzt nicht so geil. Hinten ist wieder so ein geiler Kopf. Den finde ich echt cool vom Spectral, muss ich sagen. Hier ist noch was Episches. Nein, okay. Aber wieder die Argus, mein Gott. Okay, nice. Ja. Okay, Krieg. Ah, alles klar. Das war's. So, wir werden jetzt nochmal dieses Triple Play öffnen. Einmal diese seltenen Vorratslieferungen, die 10 Stück. Dann eben die garantierte Fernkampfwaffe und die garantierte Nahkampfwaffe. Weil mir ist aufgefallen, mir fehlen nur noch 3 Fernkampfwaffen. Die Nagelpistole, die HLX und die Peacekeeper. Und von den Nahkampfwaffen fehlen mir nur noch die Nunchucks und dieses Raven's Eye. Und ja, da habe ich mir gedacht, weil ich ja diesen Auftrag noch habe, den ich auch noch erledigen kann mit diesen 100 Siegen. Und ich das dann hinterher wieder bekomme, dass ich nochmal eine Fernkampf- und Nahkampfwaffe auf jeden Fall bekomme. Kann ich das dann verwenden, wenn neue Waffen rauskommen. Und wir werden jetzt einfach mal durchstarten und hier diese 10 öffnen und dann eben auf jeden Fall diese garantierte Fernkampf- und diese garantierte Nahkampfwaffe. Vielleicht bekommen wir hier noch was raus, sodass wir auf jeden Fall dann, irgendwie weiß ich nicht, die eine bestimmte Nahkampfwaffe bekommen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir eigentlich nur eine geile Sache bekommen, außer wir bekommen diese Nagelpistole. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Wäre geil, wenn wir die HLX oder die Peacekeeper bekommen würden. Alter, wir bekommen einfach das Raven's Eye. Wie geil ist das denn, Mann? Wie nice. Das heißt, wir bekommen auf jeden Fall gleich die Nunchucks oder ich öffne diese Nahkampfwaffe einfach nicht. Ich weiß es noch nicht genau, aber das war jetzt schon mal mega, mega geil einfach. Wir bekommen einfach dieses Raven's Eye, so cool. Und jetzt hoffe ich, dass wir einfach gleich nur noch die HLX oder die Peacekeeper bekommen. Die Wahrscheinlichkeit steht ja da schon relativ hoch, dass wir eine von den beiden bekommen. So, vielleicht bekommen wir jetzt hier nochmal irgendwas aus einer 10er oder so, das wäre schon krank, Mann. Aber wir kriegen hier einfach schon mal das Raven's Eye, wie geil war das denn? So. Black Cell Sturm ist am Start, okay. So. Oh mein Gott, ey, jetzt bin ich hyped. Wir können das auf jeden Fall schaffen jetzt. So, und jetzt ziehen wir auf jeden Fall diese eine Fernkampfwaffe und ich hoffe, es wird die Peacekeeper. Das wäre so nice. Kämpfe. Wie geil! Ist das nice! Wir bekommen einfach mit der allerletzten Waffenbestechung jetzt hier die Peacekeeper. Ist das schön, Mann. Endlich diese Waffe. Ich werde auf jeden Fall ein Live-Commentary damit machen. Ich weiß nicht, also wir werden die auf jeden Fall auf Dark Matter im Livestream spielen und ich versuche damit auf jeden Fall schnellstmöglich auch eine Nuklear zu erspielen. In dem Sinne würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir jetzt einmal eben diese 100 Seltenen aufgemacht haben. Und mir fehlen jetzt echt nur noch eine Nahkampfwaffe, eben diese Nunchucks, die ich jetzt mir holen könnte. Muss ich aber nicht unbedingt haben, weil die habe ich ja schon mal gespielt. Und mir fehlt nur noch die Do-It-Yourself Renovator und die HLX. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben, weil die HLX habe ich ja schon gespielt und die Nagelpistole ja auch. In dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Pack-Opening gefallen. Es war auf jeden Fall viel dabei, was wir gezogen haben. Richtig geil und wir können uns auf jeden Fall jetzt auf eine Menge Livestreams freuen, wo wir die Sachen eben auf Dark Matter spielen werden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe, die werden im Januar noch neue Waffen reinpatchen, sodass wir dann wieder mit diesen Kryptos, die wir noch überhaben, neue Waffen ziehen können und eben mit dieser Bestechung, die wir da bekommen durch den Auftrag. So, ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel reden. Habt noch einen schönen Tag, genießt auf jeden Fall die Ferien und genießt noch das Jahr 2016. In dem Sinne sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Haut rein und bis morgen. Ciao, ciao.